Pitstop, unsere gespielten Spiele Teil 2 und Wertungen dazu. Herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal zu einer neuen Folge Pitstop gespielte Brettspiele im April, die Nummer 2. Und heute nur mit mir, denn Michael hat nichts zu sagen. Nee, Spaß beiseite. Zwei Spiele hat er auch noch auf die Liste gekriegt. Bei mir waren es ein paar mehr, aber auf jeden Fall keine 30 wie in der letzten Folge. Ja, man muss auch sagen, da haben wir wirklich Ja. overpaced, kann man fast sagen. Und Auf jeden danach Fall. war bei mir erstmal 10 Tage lang nichts Bei mit dir? Zocken, nichts mit Videodrehen, gar nichts. Einfach schottendicht und weg. Du Ja, hattest und eine dann war Flaute. noch, Du hast echt eine Flaute. und dann war noch ein Termin angesetzt zum Zocken, dann kam wieder Ausgangssperren bei uns in Baden-Württemberg und ach, schieß mich tot. Immerhin habe ich auf 2 Titel gebracht jetzt. Ja, und du auf ein bisschen mehr. Ja, deshalb fange ich einfach mal an. Ja, hau Und zwar mit rein. meinen, öfter genannten in einer Minute. Und heute mit dabei sind Wutaki. Ja, ich liebe dieses Spiel weiterhin. Wutaki, wer es nicht kennt, der Kickstart von David Rimbach, Hodari-Spiele, ist er mittlerweile, also schon länger gefundet. Der Pledge Manager geht dann demnächst vielleicht mal auf. Und wir können unsere Bestellung abschließen. Was machen wir bei Wutaki? Wir spielen jeder ein Wurmvolk und der Vulkan ist am Ausbrechen. Wir denken, wir haben das Monster verärgert und wollen ihm Opfergaben darbringen, indem wir Pakte erfüllen. Jeder von uns ist noch der Herrscher über ein Element und wir haben ein Anti-Element und wir wollen halt Pakte von unserem Element erfüllen, nicht vom Anti. Man kann sich gegenseitig ärgern. Einfach ein super interaktives Worker-Placement-Spiel, das relativ schnell gespielt ist. Im Kennerbereich würde ich es jetzt auf jeden Fall ansiedeln. Und es sieht toll aus. Also ich bin weiterhin echt happy. Und ich habe immer noch den Prototypen hier rumliegen. Und wenn der halt auf den Tisch kommt, ist es immer noch mal besser als über Tabletopia oder Tabletop Simulator. Tabletop-Simulator, ja. Genau. Ja, weiterhin eine stabile 9 von 10. Dann habe ich gespielt noch einmal Steampunk Rally Fusion, bleibt bei einer 7,5 von 10. Wir haben es zu dritt gespielt, hat auch hier wieder Spaß gemacht, hier die Engine zusammen zu draften. Habe es mit zwei Spielen gespielt, die nicht so Drafting und Engine Building affin sind. War dann ein bisschen schwierig teilweise, so mit dem Karten weitergeben, aber hat eben einen, der ganz gut funktioniert. Und dann Fantastische Reiche, ja, schon auf der Vans, der Drafting-Hit schlechthin. Vielleicht sogar Kennerspiel des Jahres, wer weiß, wohin das noch geht. Weiterhin 10 von 10 Punkten. Jo, und dann kommen wir zu den Spielen, die wir einfach so gespielt haben. Also nicht schon öfter, sondern halt Die mal neu auf den und Schirm gekommen sind, damit ich neu auch auf mal den wieder was Schirm gesagt gekommen sind. habe. Genau. Oder schon länger nichts mehr erwähnt ist. Genau. Ich mach mal drei, dann machst du eins, dann mache ich drei, dann machst du eins und irgendwie Dann so. hast du den Abschluss. Also, genau. Perfekt. Hört sich Okay. gut an. Wir haben mit einem kleinen Spiel angefangen. Wir haben Coyote gespielt. Das gehört ja in die gleiche Reihe bei Heidelberg Games von Spicy. Ist auch so mit glänzenden Karten und coolem Artwork. Wie funktioniert das Ganze? Jeder von uns bekommt halt eine Karte ausgeteilt, da ist ein Wert drauf, die stellen wir vor uns auf. Wir sehen die nicht, alle anderen sehen die. Plus eine Karte wird verdeckt in die Mitte gelegt, da ist auch nochmal ein Wert drauf. Es gibt dann noch 10er Wert, also minus 10, minus 20 oder so. Und man versucht halt reihum herauszufinden, wie viel ist denn der Gesamtwert. Und ich muss immer höher gehen und unter dem maximalen Gesamtwert, der da aus allen Karten zusammengesetzt ist, liegt. Ich habe dann noch die Möglichkeit, mit so Spezialkarten einmal unter die Karte in der Mitte zu schauen, damit ich das auch noch weiß. Die muss ich dann aber abgeben. Und so geht halt reihum. Und dann irgendwann sagt halt einer, nee, glaube ich nicht mehr. Dann wird halt aufgedeckt, wird geschaut, bis ist der, der vorhin dran war, drunter oder ist er drüber. Und dementsprechend verliert man dann halt Karten. Und der, der halt keine Karten mehr übrig hat, der ist raus. Und die anderen betteln sich halt, bis am Schluss ein Spieler übrig bleibt. Ein cooler, schnell gespielter, witziger Opener-Absacker. Geht so ein bisschen in die Richtung. Kannst du dich noch daran erinnern, was damals Matthias Nagy als Deduktionsspiel vorgestellt hat, bei unserem Hall of Fame? Ja, das war das Das Thema 3 Spiele. ja, das war doch Nee, auch das war was sowas. anderes, ja.
Das war doch auch sowas, wo man verdeckt Genau, mit vorsucht dieser den Wert. irgendwas 777 hieß Ja, es doch. irgendwie so. Also es geht auf jeden Fall ziemlich stark in die Richtung, einfach vermutlich in der abgespeckten Version. Ich habe die Ja. 777, wie es glaube heißt, nie gespielt. Ja, kriegt von mir so, ja, ist nicht schlecht, brauche ich nicht, 5 von 10 Punkten. Dann Cool. geht's weiter. Wir haben wieder mal eine nie enden wollende, ewig langweilige Runde Great Western Trail gespielt. Ich werde mit dem Spiel einfach nicht warm. Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn es jetzt 1,5 Stunden weniger lang von den 3 Stunden dauern würde, wenn man es zu 4 Spiel geht, wäre es, glaube ich, höher gerankt. Aber so ist es einfach auch nicht. Ja, war, also ist einfach nicht mein Spiel. Also, wer es halt nicht kennt, wir sind halt mit unserer Kuhherde, sagt man so, auf einem Track unterwegs und wir versuchen, die immer von Süden nach Norden zu treiben. Unterwegs bauen wir Gebäude, wir heuern Helfer an. Wir können auf dem Viehmarkt einkaufen. Jedes Mal, wenn wir oben ankommen, dann verkaufen wir unsere Viehherde gegen Siegpunkte. Können mit dem Zug noch ein bisschen fahren, können oben auf einer Leiste dann und am Ende werden halt Siegpunkte gesammelt von den Gebäuden, die man gebaut hat, von den Kühen, die man sich noch gekauft hat und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich werde mit dem Spiel nicht warm, kriegt von mir 6 von 10 Punkten. Ja, ist Genau. bei mir ja genauso gewesen. Also ich liebe ja normal alle Pfister-Spiele durch die Bank. Es gibt glaub, kaum eins, wo mir bisher keinen Spaß gemacht hat, aber auch mit Great Western Trail. Ich verstehe, dass es Leute gibt, denen das Spaß macht, aber ich finde auch für das, es ist halt auch immer so ein Timing-Spiel gewesen, was mir so ein bisschen aufgestoßen ist. Ja, du reitest da rum und dann hattest du nicht wieder die passenden Ressourcen, aber es war nur noch das da und du konntest das nicht kaufen und der andere hat vorher das andere weggekauft und ich weiß nicht. Also gerade bei den Kuhherden, weil du baust ja doch ein bisschen dein Deck mit auf, war das immer, war ich entweder immer am falschen Ort zur falschen Zeit, ja. Und ja, ich hätte jetzt auch keine, ich würde es auf keinen Fall vorschlagen, jetzt komm, ich muss noch mal eine Runde Great Western Trail spielen. Dann würde ich lieber 10-mal Maracaibo spielen. Das finde ich da viel geiler. Aber ja, zum Ja. nächsten von dir, da kann ich sogar auch was Ja, du dazu konntest ja sagen. jetzt bei Great Western Ah, Trail schon was verdammt. sagen. Beim nächsten Spiel kannst du das sogar noch mehr sagen. Ich hab's endlich gespielt und zwar Chocolate Factory. Wir hatten ja den Engine Builder Versus, wo Chocolate Factory dabei war. Da hatte ich es noch nicht gespielt. In der Da habe ich dich so Zwischenzeit, heiß gemacht drauf, dann ja, genau, musstest in du der es spielen, Zwischenzeit ja. habe ich es dann schon gespielt. Und ich muss sagen, wirklich ein sehr, sehr cooler Engine Builder mit einem tollen Thema. Wir haben, jeder von uns hat eine Schokoladenfabrik und wir wollen halt eigene Aufträge erfüllen oder wir wollen Kaufhausaufträge erfüllen. Dann im Kauf, je nachdem, kann man halt, man kriegt am Anfang so eine Kakaobohne, die geht übers Förderband und man kann dann an verschiedenen Stationen, an Maschinen seine Schokolade oder die Kakaobohnen veredeln, macht daraus Schokolade, Riegel, Pralinen, Pralinschachteln und so weiter und so fort. Und man spielt 3 Schichten, das heißt, jedes Teil fährt halt dreimal vor und dann kann man immer oben und unten die Maschinen bedienen. Die Maschinen brauchen Kohle, das heißt, man muss mit Kohle haushalten, was möchte man alles machen und so weiter. In jeder Runde bekommt man einen Hilfsarbeiter, der sagt dir dann auch, in welchem Kaufhaus du in der aktuellen Runde überhaupt deine Schokolade, Pralinen, was auch immer, verkaufen kannst. Und dann, je nachdem, wie viel du halt verkaufst, gehst du auf dem Track nach oben bei den Kaufhäusern. Da kriegst du am Ende vom Spiel halt Siegpunkte und die anderen bekommen nur dann Spielpunkte, wenn sie mindestens halb so weit gekommen sind in dem Kaufhaus wie du, also als Erster. Der Dritte dann nur so, wenn er halb so weit gekommen ist wie der Zweite, aber dann auch nur, wenn der Zweite überhaupt insgesamt so weit war, Ja. bis zur Hälfte wie zum Ersten. Dann gibt es noch Aufträge von kleinen Geschäften, Nee, sind das? das ist dein, So, das das sind deine ist. eigenen Shops, wo du vor der Sind deine Firma eigenen hast. Shops, genau, da gibt es Ja. klein, mittel, groß, da kannst du auch noch Aufträge erfüllen, wo du dann Geld kriegst. Am Ende geht es halt darum, wer scheffelt am meisten Kohle. Und das funktioniert wirklich so wunderbar. Am Anfang werden immer entsprechend viele Häufchen gemacht. Dann wird, Drafting ist es ja nicht, also man Ja. sucht sich halt Reihe um eins dieser Häufchen aus. Da sind dann entweder 2 neue Maschinenteile Maschinenteile, dabei ja. oder es sind 2 Hilfsarbeiter dabei. Da sucht man sich einen aus und einen wirft man ab. Dann kann man halt neue Maschinen bauen, kann sich verbessern. Absolut cooles Ding, kriegt 8 von 10 Punkten. Michael, habe ich irgendwas vergessen? Nein, eigentlich war das vorzüglich erklärt. Ich kann auch noch sagen, es gibt auch noch mal ein ausführlicheres Regelvideo von mir. Das verlinke ich hier oben. Ist eins unserer Erstlingswerke, also.
Es ist immer noch informativ, aber ja, es ist aus der Anfangszeit. Genau. Das sei wohl vorgemerkt. Ansonsten eben, ich finde es schade, dass es das Spiel immer noch nicht auf Deutsch gibt. Es sei noch zu erwähnen, es ist eben bisher nur auf Englisch erhältlich. Es ist aber im Großen und Ganzen nicht sprachneutral, außer diese Hilfsarbeiterkarten, die du schon genannt hast. Da sind kleinere Texte drin, dann bringen halt manche, bringen mal extra Kohle mit oder. Aber dadurch, dass die offen ausliegen, kann man die eigentlich allen, die der Sprache nicht mächtig sind, kurz erklären, um was es auf der Karte geht. Und dann wissen alle Bescheid und können sich dann für die Karte entscheiden oder nicht. Also man ist nicht unbedingt gezwungen, jetzt auf eine deutsche Version zu hoffen, weil ich weiß nicht, ob es die je geben wird. Es gibt auf jeden Fall auch eine deutsche Anleitung, die man sich Genau, auf ja. BoardGameGeek ausdrucken kann. Die hilft auch schon weiter. Das sind auch alle Blättchen, also alle Maschinenblättchen auch nochmal genau erklärt. Und ich finde es auch ein super Spiel, wird hier nie ausziehen, definitiv nicht. Auch vom Material her ist es einfach Super, grandios. also eine Deluxe-Version halt, ja. Ja. Und vom gleichen Verlag läuft jetzt gerade aktuell auf Kickstarter Dice Theme Park. Ja, all in, sage ich da nur. All in. Alley Cat Games. Ja, genau. Ja, dann, Dann darfst du jetzt da, ja. auch mal. Okay, dann fange ich mal an. Ich habe vor kurzem, der Benny war da, ich habe ein tolles neues Spiel, ist schon ein bisschen älter, wir müssen das spielen. Ich sage, klar, ich bin für immer alles offen. Und dann ist die Rede hier von das erste Licht. Ich weiß gar nicht, wie es Zikianda, Zirkadianer. Zirkadiana, ja, haben wir gespielt. Ich würde es schon eher Richtung Expertenbereich ansiedeln, weil es doch schon relativ komplex ist. Was machen wir hier? Wir sind, ich weiß gar nicht, wir wissen, was wir sind, weiß ich. Wir sind irgend so eine Forschergruppe und wir haben am Anfang so drei Einsatzwürfel. Die tun wir sogar, das fand ich ganz lustig. Ich habe ihn zweimal gefragt, bist du dir wirklich sicher? Wir würfeln diese Würfel verdeckt hinter dem Sichtschirm. Also da ist schon mal gutes Vertrauen an alle Mitspieler gegeben, ja. Und dann muss ich meine Würfel programmieren anhand ihrer Augenzahlen, also auch in der Reihenfolge, weil auf dem ganzen Spielfeld gibt es da verschiedene Aktionsfelder. Da gibt es manchmal Bedingungen, wo der Würfel eine gewisse Höhe haben muss oder manchmal was anderes. Und da gibt es halt verschiedene Sachen. Man kann sich neue Würfel kaufen, man kann sich neue Transportfahrzeuge kaufen, die dann einem weiter oder besser transportieren können, weil das kostet auch immer Ressourcen, irgendwo hinzufahren mit dem Ja. Würfel. Man kann auch selbst ernten bei sich in seinem Kräuterhaus oder Gewächshaus, kann ich mal sagen. Da kann man sich auch ein neue Ernteplättchen kaufen. Dann, was konnte man noch alles machen? Es gab einen Markt, wo man die Ressourcen austauschen konnte. Und dann gab es auch so. In der Mitte gab es so drei Alienvölker und da konnte man sich so eine Art Gunst bei denen oder halt so ein Freundschaftspakt oder sowas machen. Da konnte man sich auch mit Würfeln einkaufen, indem man dann so Ressourcen abgeben muss. Und hatte dann auch einen Vorteil von denen. Immer wenn man dort einen Würfel eintrifft, konnte man dann auch irgendwas anderes machen. Und dann gab es eben noch so einen Mond, wo man auch ernten konnte. Da konnte man auch auf einem Aktionsfeld so seine Erntemaschine bewegen. Und da gab es dann auch immer so Sofortressourcen oder in der Erntephase dann Ressourcen. Und das musste man halt alles so managen. Im Großen und Ganzen haben die Mechaniken eigentlich super funktioniert. Das Einzigste, mit dem ich überhaupt nicht warm geworden bin, ist eben dieses Würfelprogrammieren. Weil man plant sich ja so eine Reihenfolge, weil man muss da auch wirklich von links nach rechts die eingesetzten Würfel abarbeiten. Und das ist so genau der Punkt, wo mich an dem Spiel gestört hat, weil wenn es der andere Spieler vor allem dran war und es gab oft oder es gibt oft Aktionsfelder, die halt dann blockiert sind, wenn einer drauf ist. So, jetzt habe ich geplant, ich setze den Erstwürfel dort ein. Ja, und dann hat der Gegner da halt schon seinen Würfel hingesetzt und ich habe halt keine Option mehr. Da gibt es halt immer noch so ein Kantinenplätzchen, wo du ihn dann hinstellen darfst und kriegst zwei Wasser, was aber lachhaft ist. Kam nicht einmal vor. Ja, da gibt es immer noch irgendwie noch mal eine bessere Variante, das zu machen, als das. Und wenn halt dann darauf die ganze Reihe, weil du die Ressourcen, die du dort eigentlich holen wolltest, nicht bekommst, ist dann der nächste Würfel vielleicht auch hinfällig. Und der darauf folgende dann auch, weil mit dem wolltest du das machen. Und das finde ich irgendwie schade. An sich wäre das ein super rundes Spiel, wenn man die Würfel einfach offen vor sich hätte und nicht hätte programmieren müssen. Ja, an sich. Aber so, also die Runden, die man gespielt hat, haben sich einfach nicht befriedigend angefühlt. Okay. Also es war Nicht wie einfach. bei Prager, wo du mit Ja, ständigen Bonus ja. zugeschossen wirst, sondern okay. Es war einfach, ich weiß nicht, es hat sich mehr wie Arbeit angefühlt einfach, weil dann Okay. die Downtime war auch enorm hoch, weil
gerade wenn dann so ein Gegner dann dir das Feld, wo du eigentlich hin wolltest, besetzt hat, musst du erstmal hirnen, was habe ich noch eine andere Option und wägst ab und hin und her und kann ich das noch machen? Und das zieht sich. Also ich glaube, auf der Packung stand 60 bis 120 Minuten und wir hatten eigentlich vor, am Abend noch ein anderes Spiel zu spielen. Also das hat zeitlich dann aber nicht mehr hingehauen. Okay. Also ich würde sicher noch mal mitspielen, um vielleicht noch mal hier und da was anders zu machen, aber es hat sich einfach nicht befriedigend angefühlt. Ich würde lieber so, ja, es gibt zig andere Spiele, die ich sicher lieber spielen würde, wie Braga zum Beispiel. Das ist vom Komplexitätsgrad her, würde ich sie ungefähr auf die gleiche Ebene setzen. Und das fühlt sich viel, viel geiler an. Viel, viel geiler. Und deswegen hat das Ganze von mir dann eine First Look 6 von 10 bekommen. Okay. Es gibt sicher Leute, die das gern machen, aber mit dem, ich finde halt, das Programmieren im Zusammenhang mit dem Expertenspiel finde ich halt nicht, es passt halt bei Fun Games, so wie Roborally oder wie heißt das? Circuit. Quirky Circuit. Ja, bei sowas finde ich das wirklich super oder bei Volt ja auch. Aber in so einem Expertenspiel, wo du wirklich auf deine Züge wirklich optimierst und planst, um es maximal rauszuholen, halt, das kann dir halt das ganze Spiel einfach versauen, wenn du da einfach Pech hast, weil da kommst du nicht mehr hinterher. Aber ja. Erstes Licht, vielleicht das letzte Licht. Ja. Dann machen wir munter weiter. Ja, gut, dann, also weshalb ich relativ viel gespielt habe, wir haben ein Brettspielwochenende, also wir haben ein großes Brettspielwochenende geplant. Das konnten wir natürlich Corona-bedingt nicht abhalten und deshalb haben wir ein kleines Brettspielwochenende gemacht. Ich habe mich einfach mit einem Paar getroffen und haben wir einfach 2 Tage durchgedockt. Ja, Nina und der Neid Serien war waren. Groß bei mir. Ja. Und da kam unter anderem auch Ivory auf den Tisch. Ein abstraktes Bevölkerungsbesiedlungsspiel. Das Artwork vom Cover sieht hervorragend aus. Und auch die Spielkomponenten sind wirklich toll. Jeder spielt von uns halt ein Volk, die sind nicht benannt. Und wir haben halt so entweder so kleine Zelte, die sind auch bei jedem Volk anders designt. Und wir haben Totemteile, auch die sehen anders aus. Die sind sogar Kunststoffminiaturen sozusagen, die sind stackable und die sind pre-washed, also die haben schon einen Wash oben drauf. Und was machen wir? Wir haben noch Karten, die sind dann den einzelnen Gebieten zugeordnet. Also es gibt blau, grün, rot, gelb und glaube noch eine fünfte Farbe. Und da gibt es eine offene Auslage plus einen ganzen Nachzugstapel. Und ich habe 3 Karten auf der Hand und wenn ich dran bin, kann ich eine von 2 Aktionen machen. Entweder ich kann in einem noch nicht besetzten Gebiet, wo nichts drin ist, mit einer passenden Karte eines meiner Zelte da reinstellen. Oder ich mache aus 2 nicht passenden Karten, die müssen aber gleich sein, eine Joker-Karte daraus und kann dann trotzdem da einen reinsetzen. Oder ich kann in ein Gebiet, wo schon Zelte drinstehen, kann ich entweder eine Karte spielen für die passende Karte, dann kann ich da ein Zelt reinstellen oder wenn ich 2 passende Karten habe, kann ich sogar 2 Zelte reinstellen oder ich kann ein Zelt und ein Totemteil oder 2 Totemteile oder und so, also in Kombination halt. Dann werfe ich die Karten ab, ziehe neue Karten auf, bis ich wieder 3 habe und so geht das reihum. Und sobald der Kartenstapel einmal leer ist, gibt es eine Zwischenwertung und dann werden halt die kompletten Zelte gewertet. Dann wird dann geschaut, wird jedes Gebiet einzeln abgehandelt, dann wird halt geschaut, in dem Gebiet, wie kriegt der am meisten Zelte drin hat, so viele Punkte, wie insgesamt Zelte drin sind. Der zweite kriegt so viele Punkte, wie der erste Zelte drin hat, der dritte kriegt so viele Punkte, wie der zweite und so weiter und so fort. Das wird halt nach hinten immer weniger. So, das heißt, es ist zwar cool, in einem Gebiet der Beste zu sein, aber wenn du halt in einem Gebiet gibt es nur 5 Bauplätze, du hast als erster 4 Bauplätze belegt und einer stellt noch ein Zelt rein, dann kriegst du 5 Punkte und der zweite kriegt halt für ein Zelt 4 Punkte. Ne? Man muss mal ein bisschen aufpassen, dass das nicht so passiert. Und dann am Ende vom Spiel werden dann nochmal die Zelte gewertet, plus es werden die Totems gewertet. Auch bei den Totems ist es so, da werden dann die Totems geben nur Punkte bei gegenüberliegenden Gebieten. Die werden dann gewertet und auch da musst du halt die Mehrheit haben und der halt die Mehrheit hat zwischen den einzelnen Gebieten, der bekommt so viele Punkte, wie insgesamt Totemteile verbaut wurden in den beiden Gebieten.
Das heißt, auch hier bist du am Taktieren. Ja, wo baue ich noch Totems rauf? Wo gehe ich noch? Wo will ich mir noch eine Mehrheit bringen? Und dann ist es noch so, am Schluss werden noch Gebiete oder Siedlungen gezählt. Das heißt, eine Siedlung besteht aus mindestens 4 aneinanderhängenden Dörfern über einen Weg. Da gibt dann jedes Zelt nochmal einen Punkt. Es gibt noch eine Erweiterung. Wir haben es dann direkt mit der Erweiterung gespielt. Es gibt so Kunstwerke. Das heißt, der Erste, der eine Siedlung komplettiert, darf halt so ein Kunstwerk aufbauen in ein Gebiet. Das heißt, die Zelte in dem Gebiet werden doppelt gewertet. Und da gibt es halt verschiedene Dinge. Auch für Totems gibt es dann noch einen Bonus und so weiter und so fort. Ich muss sagen, es hat mir wirklich gut. Also, es ist von den Regeln total einfach, aber man verbrennt sich das Hirn an dem Spiel. Einfach weil du so viel schauen musst, weil du willst im anderen ja auch keine Punkte kriegen, möchtest aber dann vielleicht über die beiden Gebiete die Mehrheit bekommen. Der andere hat aber über die beiden Gebiete, aber wenn ich da nochmal hochgehe, dann gebe ich dem ja wieder einen Punkt. Also das ist schon wirklich cool gewesen und ich gebe dem Ganzen 7 von 10 Punkten für Ivory. Ja, sieht auf jeden Fall wirklich klasse aus. Ja. Was würdest du denn sagen? Ist eher Familie Plus oder schon Kenner? Ah, schon Kenner, würde ich Schon sagen. Kenner. Okay. Cool. Ja, dann haben wir, ich glaube, das kleinste Spiel, was ich jemals in der Box gesehen habe, gespielt. Und zwar haben wir Gold gespielt. Und es kommt so in einer wirklich mini kleinen Metallbox daher. Und es ist so ein bisschen Memory-mäßig. Also grundsätzlich geht es darum, Goldrausch, Amerika. Jeder von uns spielt halt eine Goldgräberfamilie. Die gibt es in den Werten von 1 bis 5 Plättchen. Und alles wird verdeckt hingelegt. Also alle Plättchen, die es da drin gibt, werden verdeckt hingelegt. Jeder kriegt halt noch eine Goldmine. Und wenn ich dran bin, decke ich halt 2 Karten auf. So, jetzt kann da Gold drunter sein, da kann Dynamit drunter sein oder da können halt Goldgräber drunter sein von mir oder von anderen Fraktionen. Dann decke ich 2 Plättchen auf, decke ich Gold und einen meiner Goldschürfer auf. Dann bekomme ich das Gold und der Goldschürfer ist raus. So. Nur, aber der Goldschürfer muss höherwertig sein vom Grundwert als das Gold. Decke ich aber einen fremden Goldschürfer auf, bekommt der das Gold, aber der Goldschürfer ist auch raus. Decke ich 2 Goldschürfer aus, fliegt der raus mit dem niedrigeren Wert. Decke ich Dynamit auf, explodiert der eine und so weiter und so fort. Also da gibt es halt ganz viele Dinge, die man beachten muss und die man dann, und wie gesagt, es hat der Memory-Effekt, dann kriegst du einmal nichts, dann weißt du aber, da liegt ein Dreier von dir, in der nächsten Runde deckst du einen Zweier auf. Oder du hast beispielsweise einen Fünfer aufgedeckt, mit dem du nichts machen konntest von deinen Goldgräbern. Und der nächste deckt irgendwie einen Dreier von seinen Goldgräbern auf. Dann deckst du halt in der Runde deinen Fünfer auf und seinen Dreier, weil dann ist sein Dreier raus, dein Fünfer bleibt drin. Also gibt es halt ganz viele Möglichkeiten. Ist schnell gespielt, ist ganz witzig, aber also würde ich jetzt selbst auch nicht im Regal stehen haben wollen. Also kriegt 5 von 10 Punkten. Ist okay. Okay. Ja, ich hätte es mal cool gefunden. Ist sicher noch was für Kinder vielleicht. Ja, Ne? Also, gerade könntest wenn du. sie so normale Memory Lite Ja. sind, kann man da noch ein bisschen. Ist vielleicht so ein interessantes Spiel, wo du so, wo auch für den Papa interessant ist und für den Kids aber auch Spaß macht. Ja, Ja. Wenn das sie so, wird so, sich absolut, das wird auf jeden Fall ja. funktionieren. Ja. Wenn Genau. sie so dieses Dynamit geben. Unterschieben, ja, genau. Ja, dann haben wir noch eine Runde Tribes gespielt. Also wir spielen hier einen ersten Menschenstamm sozusagen und wir haben vor uns ein Gebiet, das ist also verschiedene Plättchen. Da gibt es Pferde drauf, da gibt es Schafe drauf, also da gibt es verschiedene Ressourcen drauf. Und ich kann halt in verschiedenen Tracks hochgehen. Da muss ich halt dann von meinen Gefolgsleuten entsprechend viele auf diesen einzelnen Gebieten haben, dann schalte ich wieder neue Dinge frei. Dann kommen neue Aktionen. Und das Spezielle daran ist, es gibt oben eine Aktionsleiste. Und wenn du dran bist, darfst du halt eine dieser Aktionen ausführen. Nimmst du die erste, ist sie kostenlos. Und je weiter hinten musst du halt immer Muscheln drauflegen, dass du weiter hinten Aktionen. Dann kannst du dich bewegen auf deinen Feldern, dann kannst du neue Stammesmitglieder generieren und das wird halt immer über einen Track gewertet, weil jedes Mal, wenn du so eine Errungenschaft machst, gehst du auf einen Track hoch, dann kriegst du halt pro, wenn du einmal gebärst, so, dann kriegst du halt gerade mehr oder du hast halt Stärke und da versuchst du dich halt noch oben zu arbeiten und sobald drei permanente Sondereffekte oder Sonderaktionen aufgedeckt wurden, am Ende des Spiels werden Siegpunkte zusammengerechnet. War okay.
Okay, also auch kein schlechtes Spiel. Aber auch das wird bei mir nie ins Regal einziehen. Ich würde es wieder mitspielen, hat eigentlich ganz Spaß gemacht. Ist aber eigentlich ein sehr simples Familienspiel. Also du sammelst halt über deine Gebiete die entsprechenden Symbole und kannst dann auf den Track hochgehen. Die einzige Schwierigkeit ist noch, welche Aktion führe ich zu welchem Zeitpunkt aus oder welche Aktion kann ich einem anderen wegnehmen, wenn ich beispielsweise sehe, er hat wenig Muscheln und kann denn eine weiter hinten liegende Aktion nicht nutzen, die er gerade bräuchte oder so. 6,5 von 10 Punkten von mir für Triops. Okay. Ja, ist schon ein bisschen älter, glaube ich, gell? Ja. Also ist schon relativ neu, aber jetzt in den letzten ein, zwei Jahren kam das, glaube ich, auf den Ja. Markt. Ja, habe ich auch mal gesehen gehabt, hat mich aber auch. Ja. Ja. Ja, gut, dann kommen wir zu meinem grandiosen zweiten Spiel, wo ich in den letzten 2 Wochen gespielt habe. Dazu habe ich auch schon ein ausführliches Video gemacht. Die Rede ist hier von Kemet, Blut und Sand. Ja, es ist ein typisches Area-Control-Spiel. Wir spielen, glaube ich, so eine Art Gottheit und besitzen so eine Stadt. Und Ziel des Spiels ist es, 9 Siegpunkte zu machen. Und die muss man sogar eine Runde lang halten. Also wenn ich wieder am Zug bin, bevor ich überhaupt irgendwas mache, muss ich die 9 Punkte haben, dann habe ich das Spiel gewonnen. So, Siegpunkte kann man über diverse Möglichkeiten, indem man gegen andere kämpft und den Kampf gewinnt. Also als Angreifer nur Ja. bekommt man einen festen Siegespunkt. Man kann, was war es noch? Genau, das habe ich auch noch nicht erwähnt gehabt. Es gibt noch so verschiedene Tempel auf der Karte. Besitze ich in der Nachtphase 2 Tempel oder mehr, bekomme ich auch einen festen Siegespunkt davon. Und ansonsten kann man seine Tempel noch aufwerten. Habe ich da Stufe 4 erreicht, bekomme ich einen temporären Siegespunkt. Der kann mir aber weggenommen werden, wenn Gegner meine Stadt oder meinen Tempel angreifen und einnehmen, dann verliere ich den Siegespunkt. Und man kann auch bei den Tempeln bekommt man, wenn man den eingenommen hat, auch einen temporären Siegespunkt. Und so kann man sich ja die Siegespunkte so wieder wegnehmen und man merkt zwar, so, der eine ist ein bisschen weit voran, dann orientiere ich mich eher mal in die Richtung. Und ja, man hat noch zusätzlich eben seine Miniaturen. Man kann über seine Tableau hat man verschiedene Aktionsfelder jede Runde. Man hat 5 Aktionssteine, kann mit seinen Truppen laufen, man kann neue Truppen rekrutieren, man kann seine Pyramiden ausbauen. Was war es noch? Man kann neue Glauben, also man kann sozusagen seine Bevölkerung beten lassen, damit man wieder neue Glaubenspunkte kriegt, weil die Glaubenspunkte hier sind unsere Ressource, mit der bezahlen wir alles. Und man kann eben noch, je nachdem, was für eine Pyramide man am entwickeln ist, kann man nach der Farbe auch Plättchen für seine Stadt kaufen. Und die Plättchen sind eigentlich das wahre Herzstück von dem Spiel. Neben dem ganzen Area Control ist es so ein bisschen Engine Building und Aufbau der Stadt, weil dort kann man eben Plättchen kaufen, die einem neue Fähigkeiten geben, die Stadt verbessern, die Krieger verbessern, dass man stärker im Kampf ist oder besser in der Verteidigung oder allgemein Support wenn ich eben, wie ich schon erwähnt habe, meine Bevölkerung beten lasse, kriege ich eine gewisse Anzahl an Glaubenspunkten. Mit dem Plättchen kriege ich halt doppelt so viele Glaubenspunkte, wenn ich beten lasse. Und solche Plättchen sind, glaube ich, 70 Stück, 70 unterschiedliche Plättchen ungefähr. Man hat sogar ein eigenes vier- oder sechsseitiges Heft, wo jeder Spieler hat, wo die Plättchen einzeln beschrieben sind. Das finde ich auch sehr gut, weil da kann immer jeder kurz gucken, welches Plättchen, weil da muss man sich vor dem Spiel auch wirklich erstmal einen groben Überblick verschaffen, worauf oder welche Richtung möchte ich überhaupt spielen, um da so einen groben Weg vorzugeben. Aber es ist natürlich, wie gesagt, jedes Plättchen ist nur fast nur einmal da, außer ein, zwei, die sind doppelt am Anfang. Da muss man dann auch immer einen Plan B im Petto haben. Aber hat super viel Spaß gemacht, will ich auf jeden Fall wieder zocken, auch gerne mal in einer größeren Runde. Ich habe vor kurzem, bevor unsere Ausgangssperren wieder aktiv waren, hatten wir noch ein befreundetes Pärchen da und haben das alte Kemet gespielt. Das habe ich, glaube ich, auch in dem 30-Spiele-Dings auch noch mit draufgepackt gehabt. Man hat schon gemerkt, also vom Material her sind es Welten. Sind es wirklich Welten, weil auch die ganzen Blättchen sind halt bei den normalen Kämpfen einfach lose drin. Und hier hat man wirklich so, jetzt habe ich sicher auch schon eingeblendet, so wirklich schöne Tableaus, wo die einzelnen Ja. drin liegen. Die kannst du dann auch mal schnell einfach rüberreichen. Und sie haben auch schon eine fünfte Tableaureihe drin für die Erweiterung. Das ist also wirklich löblich, ja.
dass das alles schon mit dabei ist. Ja, und das Ganze gab bei mir dann 8 von 10 Punkten First Look. Und ich will auf jeden Fall mehr. Also das ist die Kombination hier aus Area Control und eben Stadtentwicklung, Engine Building, finde ich sehr gelungen und will mehr. Viel mehr. Ja, Kemet, Blut also, und Sand. Hast du schon bestellt? Nee, der Benny hat es ja hier, die Kickstarter-Version. Okay. Also, ich glaube, zweimal in. Ja, in also, wir spielen so oft zusammen, da ist es fast unnötig, ja. Okay. Ja, also, nee, wir haben es fast doppelt. Wir haben ein anderes Pärchen, wir hatten noch das alte auch noch dazu. Ja, also, klar. Ja. Okay. Aber eben, ja, dann bin ich durch. Ja, ich habe noch 3 und ich habe seit langem ich habe jetzt echt viele ältere Titel rausgekramt. Also halt schon lange nicht ältere Titel, aber schon lange nicht mehr gespielte Titel. Ich habe wieder mal eine Runde Endeavor Segelschiff-Ära gespielt. Und ja, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, wie auch meinen beiden Mitspielern. Wir, was machen wir bei Endeavor? Wir segeln von Europa aus und entdecken neue Kontinente. Die geben uns dann Ressourcen. Es gibt 4 verschiedene Ressourcentypen, auf denen wir aufsteigen möchten, um bessere Gebäude zu bauen, mehr Bevölkerung anzuheuern, Arbeiter zu bezahlen oder mehr Handel treiben zu können. Und wie machen wir das? Jede Runde, also das Spiel geht insgesamt 7 Runden und jede Runde bauen wir ein neues Haus. Und zwar wird das aus einer Auswahl ausgewählt und je nach Baustufe kann ich dann eines dieser Gebäude bauen. Die ersten Gebäude gibt es dann 5-mal, die zweiten nur 4-mal, die dritten 3-mal, 2-mal und 1-mal. Die hinten sind Sonderaktionen. So, und dann baut jeder so ein Haus. Dann kriegt jeder Bevölkerung. Und dann werden die Aktionen abgehandelt. Also dann muss man die Arbeiter bezahlen, weil Arbeiter, die man in der letzten Runde auf die Gebäude gesetzt hat, die muss man wieder ausbezahlen. Hat man nicht genug Geld, um auszubezahlen, muss man halt gewisse Felder blockiert lassen und kann die in der folgenden Runde nicht mehr nutzen. Und dann geht es mit der Aktion los. Beispielsweise möchte ich dann segeln gehen. Das heißt, ich setze einen Arbeiter auf das Gebäude segeln und muss einen Arbeiter dann auf einen Segelspot auf der Karte setzen. Da muss man auch die neuen Kontinente muss man erstmal entdecken. Das heißt, es gibt erst eine Entdeckungsleiste und erst wenn die voll ist, kann ich dann im Kontinent selbst was machen. Ich kann mit denen Handel treiben. Das bedeutet, wenn ich je mehr Präsenz ich da habe, das kann ich bessere Karten nehmen. Die geben wir dann wieder Symbole, um in gewissen Leisten aufzusteigen. Bin ich in den Leisten hoch aufgestiegen, geben die dann am Ende vom Spiel Siegpunkte, besetzte Städte geben Siegpunkte und so weiter und so fort. Schnell gespielt, cooles Spiel. Man macht wirklich sehr viel gemeinsam, bis auf halt die Aktionen abhandeln. Dann machst du halt eine, dann ist der nächste Spieler dran. Man kann sich auch gegenseitig bekämpfen, das ist aber teuer. Das heißt, man braucht einen Arbeiter, um die Kampfaktion auszuführen, einen Arbeiter, um eine Stadt zu besetzen und ein Arbeiter ist einfach Siegverlust sozusagen. Kann man am Ende vom Spiel nochmal schön reinhauen und irgendwelche Schneisen in die zusammenhängenden Wege reinhauen bei den anderen, aber man muss halt auch genügend Arbeiter zur Verfügung haben, um das durchführen zu können. Ja, 8 von 10 Punkten für Endeavor. Dann habe ich zum allerersten Mal die Quacksalber von Quedlinburg gespielt. Auch ein Backbuilder. Jeder von uns hat halt einen Hexen-Zaubertrank-Topf. Und wir haben einen Bag, da gibt es halt verschiedene Zutaten, unter anderem Knallerbsen. Und wenn wir dran sind, dann ziehen wir halt aus dem Beutel entsprechende Zutaten. Die legen wir dann schneckenförmig aus. Je nach Zahl können wir weiter vor. Und wir müssen halt immer aufpassen, weil sobald 7 Knallerbsen im Topf sind, 7 ist noch okay. Mehr als 7 ist nicht cool, dann explodiert uns der Topf. Und wir kriegen dann Geld, mit dem wir neue Zutaten kaufen können. Wir kriegen Siegpunkte, wir kriegen Diamanten. Und ja, so funktioniert das Spiel. Geht auch über 6 oder 7 Runden. Und funktioniert ganz gut. Hat mir wirklich gut gefallen. Ist ja auch noch ein Push Your Luck, ist ja ganz ist auch, groß natürlich da, oder? Push Your Luck, klar. Du kannst ja aufhören jederzeit, wenn du möchtest. Kriegt auf jeden Fall auch hier 8 von 10 Punkten, die Quacksalber. Ist bei mir auch noch im Schattendasein. Ja. Muss ich auch unbedingt mal überhaupt spielen, um's. Ich hab's gar nicht, aber hör viel drüber und soll so gut sein. Ja. Du hast es mitgespielt oder hast du es bei dir in der Sammlung? Mitgespielt. Okay. Ich besitze es leider nicht selbst. Ja.
habe ja mal günstig die Big Box bei Aldi oder sowas. Ja, irgendwie zu Corona-Zeiten tun auch die Ja, es Großen gibt ja super. mittlerweile auch schon diverse Erweiterungen, Ja. Alchemisten, Hexen, Kräuterhexen. Kräuterhexen, genau. Ja, irgendwie so. Ja, irgendwie Ja. so. So, dann zu Ja. deinem letzten Titel. Und zu guter Letzt habe ich seit Ewigkeiten wieder mal eine Runde Thief gespielt. Mit zwei Neulingen. Lustigerweise haben wir die Fraktionen blind gezogen und sind alle nebeneinander gestartet. War dann ein schön konfrontatives Spiel. Man hat sich versucht wegzudrängen und Gebiete abzugraben. Ja, Scythe ist für mich immer noch eins der Spiele, der nicht programmieren muss im Mechanismus, aber der Aktionsmechanismus, dass man halt die aktuelle Aktion nicht mehr nutzen darf und was anderes machen kann, kommt sehr gut. Dann die ganzen Mechs, die man freischalten kann, die dann wieder Bonus bringen und so weiter und so fort. Sei für mich immer noch eine 10 von 10. Ja, und es sei noch erwähnt, der Dominik hat vor kurzem ein Upgrade-Video hochgeladen für Scythe oder für die Meeple von Scythe. Schaut da gerne mal rein. Da gibt es auch noch ein Gewinnspiel. Ich weiß gar nicht, hast du, wie lange geht das Zwei Gewinnspiel? Hast du Wochen ungefähr. ein Datum? Zwei Dann Wochen. läuft es auf jeden Fall, wenn das hier auch live ist, dann noch ein paar Tage. Schaut da gerne mal rein. Ja, und dann war das wieder mal ein relativ kurzes Video für unsere Verhältnisse von Pitstop. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst wie immer gerne einen Daumen da, ihr wisst Bescheid. Ja, und sagen wir danke fürs Zuschauen Und bis und zum bis zum nächsten nächsten Mal. Mal. Macht's Mach's gut. gut. Ciao, ciao. Ciao.